Jó reggelt kívánok, guten Morgen, good morning, buenos dias. Ja, auf Spanisch weiß ich das auch. Ja, guten Morgen aus Gummersbach, das erste Kommentar heute von Wolfgang Fischer, wie üblich, ne? Also ich glaube, der Wolfgang ist immer, fast immer zuerst da. Also ich wünsche einen schönen Montagmorgen hier am 12.12., der 12. Dezember. Und einer unserer guten Freundinnen in meinem Freundeskreis hat ja auch heute Geburtstag. Sie heißt auch Cotta, wie die Frau von Sven Cotta. Sie kennt ihr ja, sie hat ja auch manchmal die Kaffeetasse hier gemacht. Und ja, aber meine gute Freundin Cotta, sie guckt zwar nicht zu, sie spricht kein Deutsch, aber ich wünsche trotzdem einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag hier. Und ja, ich muss euch was gestehen: virtuelle Kaffeetasse hin oder her. Ich habe heute Tee. Ne, man sieht das auch, es ist rot. Es ist so ein Beerentee, Früchtetee. Ich bin jetzt zwar nicht krank, nicht mehr erkältet, ne, wie vor ein paar Wochen, aber ich dachte, ich wollte halt lieber gerne so einen Tee trinken. Aber ich glaube, viele von euch sind auch so. Ne? Manchmal hat man jetzt keine Lust auf Kaffee. Also machen wir heute einfach mal die virtuelle Teetasse. So zum Anfang der Woche ist das doch auch gut. Und Tee kann ja auch ein bisschen wach machen, oder? Also ich trinke dann schon mal den ersten Schluck. So, wie immer haben wir hier die schönen guten Morgenwünsche aus aller Welt. Ungarn, Somogyszám schon, Szolakoros, aber auch aus Großhain. Und Frankreich, Anne ist wieder da, Kerpen, Dülmen, Polheim und so weiter und so fort. Also, ich denke mal, wir beginnen wie immer mit den News. Da ist das Wichtigste vom Wochenende drin. Und danach sprechen wir auch noch ein bisschen über einige andere Themen. Und ja, ich ergänze dann auch noch eine Sache in den News. Da gibt es viele interessante Sachen. Also, Film ab. Wir sehen uns dann gleich. Und ja, viel Spaß. Guten Morgen, Ungarn. Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Am Wochenende besuchte Präsidentin Kotalin Novak das Militärlager in Erbil im Irak, wo sie ungarische Soldaten traf. Sie betonte, dass wir Ungarn für den Frieden sind und wollen keinen Krieg. Wir wollen Frieden in unserem Land und an unseren Grenzen. Kotalin Novak wurde im Camp Singara von Oberstleutnant Gábor Roska empfangen. Die Präsidentin drückte auch den Respekt und die Dankbarkeit des ungarischen Volkes aus und sagte, dass sich dunkle Wolken über uns zusammenbrauen, da der Krieg in der Ukraine nun schon seit 10 Monaten andauert. Sie wies auf die Gefahr der Eskalation hin und darauf, dass wir ungarische Soldaten brauchen, um den Frieden zu sichern und zu erhalten. Der renovierte Blauer Luiserplatz in der Hauptstadt wurde am Samstag feierlich übergeben und eingeweiht. Bei der Veranstaltung sagte Bürgermeister Gergely Karácsony, dass es trotz des Regens ein schöner Tag ist, da sie heute eine große Schuld begleichen, den Blocher Luiserplatz in einem neuen Glanz zu zeigen. Im Zentrum der Stadt sei ein Park angelegt worden, der im Frühjahr zu sehen sein wird, sagte er. Katalin Wolter, Geschäftsführerin des Budapester Verkehrszentrums BKK, betonte, der Blocher Luiserplatz habe sich sehr verändert und werde nach 55 Jahren endlich seinen Namen und seiner Vergangenheit gerecht. Am Samstag, den 10. Dezember, fand in der Innenstadt von Debrecen eine der beliebtesten Weihnachtsveranstaltungen statt: der 7. hässliche Pulloverlauf. Ziel des Rennens ist es, eine 5,2 Kilometer lange Strecke in den verrücktesten und hässlichsten Weihnachtspullovern oder sogar in Kostümen zu laufen. Hier muss man kein Marathonläufer sein. Viele Menschen haben die Strecke mit ihrer Familie, Kinderwagen oder mit ihrem Hund zurückgelegt. Die Veranstaltung ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch wohltätig, denn es wurden Geschenke und Lebensmittel für bedürftige Familien für die Weihnachtszeit gesammelt. Die Gewinnzahlen des Eurojackpots wurden am Freitagabend gezogen, und zwar die Zahlen 6, 8, 13, 21 und 32 aus der 50er Zahlenreihe. Die beiden Zahlen aus der 12er Zahlenreihe waren 3 und 6. Ein Los in Ungarn hatte exakt diese 5 plus 2 Zahlen und der glückliche Gewinner gewann damit einen Bruttopreis von 75,78 Millionen Euro, was über 31 Milliarden Forint entspricht. Der glückliche Gewinner erhält den größten Eurojackpot-Preis in Ungarn aller Zeiten und hat jetzt 90 Tage Zeit, den Gewinn abzuholen. In diesem Sommer wurden nach fast 15 Jahren die Linienflüge am Flughafen Heves Balaton neben verschiedenen Charterflügen von Deutschland wieder aufgenommen.
Nun hat Wizz Air jedoch die Strecke Dortmund-Balaton für das nächste Jahr gestrichen, sodass der Flughafen Heewis-Balaton in der kommenden Sommersaison wohl wieder ohne Linienflüge dasteht. In diesem Jahr führte Wizz Air 2 Flüge pro Woche zwischen Dortmund und dem Balaton Airport durch und verzeichnete eine erhöhte Nachfrage, sodass die Streichung der Flüge für 2023 nicht mit der Passagiernachfrage begründet werden kann. Auf der Hauptstraße 442 an einem Bahnübergang bei Kunz-Saint-Martin kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Personenzug und einem mit Papier beladenen Sattelschlepper. Der Fahrer des Lastwagens konnte sich nach dem Unfall selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt befanden sich 20 Personen auf dem Zug. Die Feuerwehr von Kunz-Saint-Martin sicherte die Unfallstelle und half den Fahrgästen des Zuges in den Ersatzbus zu steigen. Die Szene war mehrere Stunden gesperrt wegen den Untersuchungen. Das Wetter in Ungarn. Am Montag kann es zunächst in den östlich- und nordöstlichen Regionen schneien, gefolgt von stärkeren Schneefällen im Laufe des Tages, vor allem im Norden. Der Himmel wird leicht bis mittelstark bewölkt sein, mit einigen Stunden Sonnenschein. Der Wind wird an einigen Stellen weiterhin stark bleiben. Am frühen Nachmittag liegen die Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 3 Grad. Guten Morgen, Ungarn! Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Yes, das waren die News für heute. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass ich nicht der Einzige bin, der Tee trinkt. Also bin ich da auch ein bisschen beruhigt jetzt. Ja, und der Sven grüßt hier auch. Guten Morgen aus Nordzypern, schreibt er hier. Also wir wünschen natürlich auch dem Sven guten Morgen. Er ist ein bisschen südlicher jetzt von uns, aber er ist dann wahrscheinlich auch da. Er nimmt bald an dieser großen Tourismuskonferenz statt und darüber erzähle ich euch gleich was. Aber das ist dann halt nur so die Grundlagen davon. Wahrscheinlich erzählt er euch dann auch mehr, wenn er wieder da ist hier in einigen Tagen. So, nehmen wir dann noch einen Schluck Tee. Das Gute ist, wenn der Tee kalt wird, ist nicht so schlimm, oder? Dann trinke ich halt Eistee. Ja, wie ich sehe, ist mein guter, mein bester Freund sogar, Viktor Göschi, hier in den Kommentaren. Guten Morgen schreibt er auch. Also wünsche ich ihm natürlich auch guten Morgen. So, kommen wir zur Sache. Ich habe hier einen Kurs für euch, einen sehr hohen Kurs sogar. Also das ist schon 419 Forint pro Euro. Ist ein bisschen höher gegangen im Gegensatz zu Freitag. Womit das zu tun hat, wissen wir noch nicht. Aber das war auch schon heute Morgen 420. So vor 9 Uhr, aber nach 9 Uhr ist es dann auf 419 zurückgegangen. Wie sich das dann entwickelt, das werden wir so sehen. Und ich habe dann noch einen Namenstag hier, ne? Also wie üblich. Am 12.12. hat die Gabriella einen Namenstag, die Gabi, die Gabri, was auch immer. Also ich wünsche auch auf jeden Fall jede Gabriella einen wunderschönen Namenstag. Ist übrigens ein hebräisch-lateinischer Name von hebräisch-lateinischen Ursprungs und bedeutet Mensch von Gott oder Sieger Gottes. Also ist ein sehr starker Name, oder? Frauenpower, Womenpower hier. Und ja, ich finde, ist auch ein wunderschöner Name. Wir haben auch sehr viele Freunde und Bekannte mit dem Namen Gabriel. Also werde ich heute wahrscheinlich auch einige Anrufe machen müssen und jedem dann einen schönen Namenstag wünschen. Ja, also Kurs Namenstag haben wir und jetzt sprechen wir ein bisschen über Sven. Der Sven, wie er auch geschrieben hat in den Kommentaren, er ist jetzt in Nordzypern, das ist die türkische Seite von Zypern, von der Insel. Und heute am Montag, am 12.12., ist er dann tatsächlich, der Sven, auf dem Podium der Internationalen Tourismuskonferenz und er spricht über das Thema Bewegtbild, Medien und Tourismus. Wo geht die Fahrt hin? Also ich glaube, Sven ist da der Beste, der darüber erzählen kann, über Bewegtbilder im Tourismus. Aber das muss ich ja euch auch noch nicht sagen, wie gut er da drin ist, wie viel Erfahrung er da hat. Und man kann dann auch wirklich viel von ihm lernen. Ich bin ja fast seit 5 Jahren hier bei Flying Media und habe auch jede Menge von ihm gelernt und habe ihm auch sehr viel zu verdanken da in diesem Wissensbereich. Und er hat dann auch noch nach seiner Rede, hatte dann eine Diskussion auf der Bühne mit Vural Öger. Viele von euch kennen wahrscheinlich diesen Namen, weil er ist der Gründer von Öger Tours.
und anderen Unternehmen auch, so wie in der TV-Serie Höhle der Löwen ist er da auch. Und ja, hier wird dann auch kräftig über die Zukunft von Tourismus und Tourismusstrategien diskutiert. Und da sprechen sie wahrscheinlich dann auch sehr viele interessante und sehr wichtige Themen an. Und wie, was da daraus wird, wissen wir ja noch nicht, aber hoffen wir was Gutes. Ja, und Sven ist natürlich sehr stolz darauf, dass er das jetzt machen darf heute und machen kann. Und natürlich sind wir auch sehr stolz auf ihn, oder? Ich glaube, wir hier in der größten Kaffeerunde der Welt oder Teerunde, wir können ja auch sagen, dass wir jetzt sehr stolz auf Sven sind, sind wir ja immer. Und er hat mir dann auch einige Bilder zukommen lassen. Er hat jetzt so einen Soundcheck hier heute Morgen gemacht. Also so wird das hier aussehen. Hier wird er dann seine Rede halten. Concord Luxury Resort, also das spielt ja auch in einem Hotel. Ich weiß nicht, ob dieses Bild auch hier geschossen wurde. Gestern Abend hat er dann auch rübergeschickt. Es wäre jetzt toll, da ein bisschen zu baden, oder? Ja, und wahrscheinlich ist das Wetter auch viel, viel besser in Nordzypern als wie in Mitteleuropa hier. Und ja, so sieht dann das Ganze aus. Hier wird dann kräftig über Tourismus gesprochen und diskutiert. Und gestern Abend hat er dann auch noch im Casino des Hotels, hatte sich dann auch wie mit dem Herrn Öger und Hussein Barana diskutiert, hat er da. Und Hussein Barana ist ja, er hat das TUI-Geschäft Türkei da aufgebaut damals. Und sie haben sich dann im Casino hier unterhalten. Ich zeige euch mal ein Bild. Der Herr Barana ist hier neben Sven und da hinten ist dann der Herr Öger. Und wie der Sven geschrieben hat, also das sind nicht meine Worte, zwei Urgesteine des Welttourismus, also große Leute mit Sven. Aber ich glaube, wir können auch sagen, dass Sven auch da in diese Kategorie die großen Menschen von Tourismus gehört, oder? In Ungarn sagen wir Neuchkutyo, großer Hund. Ich weiß nicht, ob man das in Deutsch sagt, der große Hund, ein großer Hund. Neuchkutyo, das ist natürlich bedeutet, dass er schon was auf den Tisch gelegt hat und was schon gezeigt hat. Also, wie gesagt, wir sind ja natürlich, wir freuen uns auf Sven, wir freuen uns, dass er da ist und ich kann es kaum erwarten, was er dann darüber erzählt. Ja, also, so viel zu Nordzypern. Wir fliegen zurück nach Ungarn. Aber womit fliegen wir zurück, wissen wir ja noch nicht. Aber wie ihr in den News gehört habt, worüber wir auch im Sommer sehr stark berichtet haben, dass Wizz Air von Dortmund nach Hewis fliegt. Viele von euch haben sich darüber auch gefreut. Und viele von euch haben das sogar schon ausgenutzt. Wir waren ja da auch zum Drehen, wir haben befragt und so weiter. War eine Riesenfreude, wirklich mit den Reiseveranstaltern und den Menschen vom Flughafen, dass da zweimal wöchentlich ein Flug von Dortmund, ein Linienflug kommt, außer den Charterflügen, die ja normalerweise auch da ankommen. Aber jetzt hat dann Wizz Air entschieden, das zu streichen für das nächste Jahr. Begründet wurde das noch nicht. Das werden wir auf jeden Fall noch recherchieren. Aber wie ich auch in den News gesagt habe, das Passagieraufkommen, das kann daran nicht liegen. Sie haben sogar größere Maschinen dann angelegt nach einer Weile, weil da halt viele Passagiere waren und viele Buchungen. Und ja, was, keine Flüge nach Hewis, Dortmund, schreibt man hier schon. Ja, ich dachte mir schon, dass das auch für viele traurig ist, weil das wurde ja so schön ausgenutzt. Aber wie gesagt, was der wirkliche Grund ist, das werden wir noch recherchieren. Es gibt ja noch einige Monate bis zum Sommer. Vielleicht ändern sie ja ihre Meinung. Vielleicht passen sie das nur was an. Aber ich glaube, die Charterflüge, die bleiben. So viel ich weiß. Das ist aber dann durch die Reiseveranstalter muss man das dann buchen. Aber die Linienflüge, wie es jetzt so aussieht, am 12. Dezember ist es halt so die Lage, dass sie gestrichen wurden für das nächste Jahr. Leider ist es halt so. Wie gesagt, wir bleiben da noch am Ball, wir bleiben am Thema und wir versuchen, da was herauszufinden. Ja. Es gibt ja nun die Nachtzüge. Ja, die Nachtzüge, genau. Schreibt der Andreas, das hat ja auch euch der Sven erzählt, dass es ja Nachtzüge jetzt gibt, von Deutschland ganz bis Győr, Budapest und so. Und ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt Züge, die
die Luftfahrt hier so nicht machen, würde ich jetzt nicht so sagen, ne? Weil Flug ist ja immer schneller und bequemer. Wir werden sehen. Ja, so, jetzt sprechen wir ein bisschen über das Wetter. Ja, genau, das Wetter. Aber nicht nur das Wetter, sondern über den Winter. Weil jetzt sind wir schon sozusagen mitten im Winter. Es ist jetzt schon Weihnachtsstimmung und so. Und ich bin ja eher so ein Sommerfreund. Also ich mag die Hitze sehr gerne. Ich mag den Sommer sehr, sehr gerne. Und manchmal fällt mir da so ein, während dem Winter, ja, was ist jetzt am Balaton? Ne? Weil im Winter kommt man da nicht so oft hin. Aber glücklicherweise muss ich nicht nur darüber nachdenken, sondern unser Zuschauer und Freund Udo, er hat mir dann auch zwei Bilder zukommen lassen. Er wohnt da nämlich direkt, naja, nicht direkt, aber nah am Balaton. Und er hat mir dann auch zwei wunderschöne Luftbilder zukommen lassen. Der Udo Brandt hier. Und ich habe ihm auch gesagt, wie schön das Wetter da ist. Also, wir haben es hier noch ein bisschen wolkig, soll aber hier auch so ein bisschen so sonniger sein. Aber der Udo hat ja auch gesagt, endlich ist es schönes Wetter. Da hatten sie 2, 3 Tage Regen. Also, ich hoffe, du genießt das schöne Wetter hier, Udo. Mach was draus. Und ja, Winter, Balaton, das ist halt so, dass es auch wunderschön ist. Ein bisschen so limitiert, finde ich. Also, es gibt halt nicht so viele Sachen, die geöffnet sind. Es gibt schon einige, zum Beispiel Restaurants und Hotels und Apartments oder so. Aber das Leben boomt halt am Balaton zwischen Mai und September. Das ist halt so. Und da muss man halt ein bisschen warten. Aber Balaton im Winter sollte man auf jeden Fall mindestens einmal sehen. Vor allem, wenn es da Eis gibt auf dem Balaton, wenn das gefroren ist. Ich war da auch als Kind schon mal drauf. Vielleicht würde ich mich jetzt nicht mehr so trauen, drauf zu gehen. Als Kind ist man da nicht so schwer. Naja. Aber Winter am Balaton, vor allem Weihnachten am Balaton, ist auch schön. Aber wir haben ja auch einige Weihnachtsmarkt-Tipps vom Balaton euch gegeben. Und wir werden das dann noch machen in den nächsten Tagen, bis sie noch andauern. Also gibt es jetzt auch im Winter was am Balaton zu tun. Da gibt es auch Programme. Also, wenn ihr darüber nachgedacht habt, ich gehe da nicht hin. Im Winter gibt es da nichts. Stimmt nicht. Ruhig hingehen, sich das ansehen. Es gibt natürlich sehr viel Ruhe und es ist sehr besinnlich da am Weihnachten. Also auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, Andreas schreibt, dass sie zwischen Weihnachten und Neujahr dort sind und sie werden darüber berichten. Natürlich ist das sehr gut, Andreas. Bitte Bilder zukommen lassen, Infos zukommen lassen. Das können wir dann vielleicht dann auch in der Sendung so weitergeben. Und das wäre schön, natürlich. Wie gesagt, Balaton kann immer kommen für mich. Ich mag den Balaton sehr gerne. Winter am Balaton ist wunderschön, vor allem wenn der Balaton zugefroren ist, sagt die Emmöke. Genau, das meine ich ja auch. Es ist halt sehr, sehr schön. So. Ich gucke nochmal, ich habe einen Kommentar hier gesehen. Ach, hier. Hängt sicher, das zurück zu den Flügen, Balaton. Hängt sicher mit den Gebühren zusammen, Eine Same ist gestern mit Flixbus bis Budapest gekommen, 2 Sitze reserviert und somit genug Platz. Ja, Flixbus geht ja auch, ist ja seit Jahren sehr beliebt und eine der billigsten Methoden, aber naja, so viel zu reisen in einem Bus ist halt nicht so mein Ding. Ich nehme ja mal den schnellsten Weg vielleicht. Also Auto, für mich Autofahrt ist so, wenn man so. Ja, 3, 4 Stunden fährt maximal, aber da, wenn es länger dauert, dann lieber Flugzeug oder vielleicht den Zug, das ja noch, ne? Wenn es nur ein Buffet hat, ein Buffetwagen im Zug, dann okay. Ja, also bleiben wir beim Wetter, ne? Bleiben wir beim Winter, es ist ja jetzt Winter, wir haben zwar noch keinen Schnee, am Wochenende gab es so einige Schneefälle, einige Flocken am Himmel, aber die sind halt nicht geblieben, leider. Und ich mag zwar den Schnee ansehen, es gibt natürlich sehr viele Probleme im Verkehr wegen dem Schnee und so, aber im Lillafüred ist das anders. Also Lillafüred ist in Ostungarn, circa 12 Kilometer von Miskolc entfernt und das liegt im Bück-Nationalpark und ja, in den letzten Jahren wurde das immer sehr, sehr beliebter.
touristisch gesehen. Und jetzt ist da tatsächlich schon ganz dicker Schnee. Also wenn man sich das so ansieht, man glaubt es kaum, dass das in Ungarn ist. Nur einige hundert Kilometer weiter von uns. Also ich schaue jetzt aus dem Fenster, da ist auch ein bisschen Sonne, aber eher mehr die Wolken. Ist eher so grau, also nicht weiß. Aber trotzdem unglaublich, dass jetzt sowas in Ostungarn schon ist. Und sieht auch, glaube ich, wunderschön aus hier mit den Häusern auch. Und in der Natur ein bisschen der Schneefall. Ja, viele von euch kennen ja Lilafüred. Was kann man denn da machen? Warum ist das immer beliebter? Naja, wir haben ja darüber gesprochen. Einiges hat sich ja in der Covid-Zeit touristisch geändert. Da haben die Menschen viel mehr die Natur aufgesucht und lieber in der Natur gewesen, im Freien, wo man Abstand halten kann, wo man halt sozusagen ein bisschen alleine sein kann und nicht so zusammengedrängt. Und Lilafüred bietet ja sehr, sehr viel Natur und sehr, sehr viele Programme im Thema Natur. Und ja, da Erholung ist da natürlich auch angesagt, aber hier gibt es auch zum Beispiel eine sehr große Seilbahn, von wo die Aussicht super ist. Und Nachtseilbahn ist da auch. Also man fährt da nachts mit der Seilbahn, ist auch eine wunderschöne Aussicht mit den Lichtern. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Winter auch gibt, wäre wunderschön. Na, vielleicht sieht man sogar den Mischgolz-Weihnachtsmarkt einige Kilometer weiter. Ja, und es hat sogar auch ein großes Höhlensystem, wo man einige Höhlen sich ansehen kann und da diese interessanten Facts, wie alt und so. Also Höhlen sind ja auch immer interessant. Bergwandern geht da auch natürlich sehr, sehr stark. Und da gibt es sogar so einen schönen Wasserfall, das ist sehr berühmt, der Wasserfall da. Und es gibt auch einen See, den Hamori-See. Und da kann man schön rudern, kann man da auf dem See. Das ist so schön romantisch, ne? Aber wer auch ein bisschen Action da noch reinbringen möchte, es gibt auch einen Sport- und Freizeitpark in Lilafüred und man kann auch Mountainbike-Touren auf den Bergen buchen. Also auf jeden Fall, es lohnt sich hier Lilafüred nicht nur im Winter. Im Winter ist es natürlich sehr schön, vor allem jetzt, wo es geschneit hat, kann man hier solche schönen weißen Regionen in Lilafüred sehen und genießen. Also für Schneefreunde auf jeden Fall etwas. Ja. Wo es nicht schneit, auf jeden Fall, ist Budapest. Also Budapest schneit es jetzt heute zumindest nicht. Aber wie auch in den News gesagt, der Blocher-Luiser-Platz wurde übergeben. Es wurde eingeweiht. Und ja, es ist sehr neu, sehr modern, sehr schön geworden. Ich habe hier auch einige Bilder davon. Noch zur Ergänzung, hier sieht man das von der Gegenüberseite. So sieht also der neue Blocher-Luiser-Platz aus. Ich finde, es sieht größer aus. Also wer da schon mal war in den letzten Jahren, der wird es auch schon jetzt merken, sieht größer aus als früher. Vielleicht war das ein bisschen so enger mit zu vielen Dingen eingekramt da. Und ja, aber hier sieht man auch, aber im Frühjahr wird das halt schön, weil viele Blumen und Bäume wurden gepflanzt. Und natürlich es kommt das erst im Frühling raus. Ja, und Juli 2021 begannen die Arbeiten, also fast eineinhalb Jahre hat das gedauert, die ganze Renovierung. Und begonnen wurde natürlich mit der Auspflasterung und so, die umliegenden Straßen wurden auch erneuert, drei neue Zebrastreifen wurden, da ist sehr wichtig, weil da Verkehr ist ja verrückt da, also im Zentrum von Budapest, also drei neue Zebrastreifen wurden da gemacht. Es gab ja auch da ein Theatergedenkstein, das restauriert wurde. Blocher-Luise war ja eine große Schauspielerin von Ungarn, also hat dieser Platz auch mit Theater sehr viel zu tun. Und neue Metallkonstruktion wurde zum Beispiel für das Pilzbrunnen gemacht. Ist auch einer der Wahrzeichen dieses Platzes, die pilzförmigen Brunnen, wo Wasser rauskommt. Und groß angelegte Baum- und Blumenpflanzung gab es hier auch. 80 neue Bäume wurden gepflanzt, aber das wird wahrscheinlich dann auch noch eine Weile dauern, bis da man alle sehen kann und alle so auch den Schatten von allen genießen kann.
Ja, und vor einigen Monaten habe ich da auch berichtet, dass der Hauptgärtner von Budapest erklärt hat, wie dieser Platz jetzt funktioniert. Warum, es ist halt nicht nur nachhaltig, sondern auch sehr effizient, zum Beispiel mit Regenwasser. Es hat nämlich einen Regenwasserspeicher, das dann auch für die Begießung genutzt wird. Also der speichert, wurde wahrscheinlich so irgendwie automatisiert und das begießt dann die Pflanzen da am ganzen Platz. Sehr innovativ, sehr effizient, finde ich. Und ja, was ich noch interessant finde, die Sitze auf dem Platz, die erinnern, die wurden extra so gemacht wie im ehemaligen Nationaltheater. Also diese roten Stühle in demselben selben Stil. Und da gibt es auch einige Tische. Hier kann man also mit Freunden auch, ich weiß nicht, ob die sich drehen. Wäre natürlich auch schön, wenn sie sich drehen würden. Also kann man hier auch ganz schön vielleicht so einen kleinen Picknick machen, oder? Also öffentliche Toiletten gibt es hier auch, die wurden auch eröffnet. Und wie ich auch schon gerade gezeigt habe, es gibt zwei neue dieser Mol-Bubi-Stationen. Das sind ja diese Stadtfahrräder, die man einfach per App eine buchen kann für einige Stunden. Und es gibt da auch noch andere Fahrradablegemöglichkeiten, wurden da gemacht. Also auf jeden Fall finde ich das, hier sieht man sogar den Nikolausbus, da was der Weihnachtsmann fährt jetzt im Dezember. Also viel mehr Grün wurde hier angelegt, viel mehr so parkmäßig wurde das hier gemacht, was ich natürlich auch gut finde. Ich möchte ein bisschen vielleicht jetzt auch ehrlich darüber sprechen, ehrlich über den Blocher-Luiser-Platz. Die Renovierung hat man natürlich gebraucht, also das hat ja auch die BKK-Chefin gesagt, dass nach 55 Jahren der Blocher-Luiser-Platz endlich die Geschichte und ihren Namen würdig ist. Und ja, da war schon Zeit, weil fast jeder in Ungarn, vor allem in Budapest, weiß, dass der Blocher-Luiser-Platz war halt nicht der schönste. Ne? Also ich weiß, man dürfte das jetzt nicht so sagen, die schlimmen Sachen, aber ich möchte ein bisschen auch darüber ehrlich sprechen. Ist ja in der Stadtzentrum. Da gab es ja auch sehr viel Verbrechen, vor allem früher, in diesen Unterführungen, vor allem Metro. Ne? Und seitdem da Polizisten sind, hat sich das natürlich sehr viel verbessert. Und deshalb bin ich gespannt, ob man hier dann auch jetzt mehr Polizisten oder sogar ein Sicherheitsteam oder Sicherheitsdienst hier hinlegt auf dem Platz, weil ganz schnell können das dann vielleicht auch wieder die Obdachlosen einnehmen. Und natürlich ist jetzt nichts gegen Obdachlose, sie haben ja nirgendwo hinzugehen, aber das ist halt so. Und ich denke mal auch, dass diese Sitzplätze, die sind ja auch extra nicht lange Bänke, damit hier halt keiner schläft, ne? Also da merken wir auch, dass das immer wieder so geändert wird, damit es immer schwerer wird, für Obdachlose die Bänke einzunehmen. Da muss natürlich auch eine Lösung her, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass hier auch trotzdem einige Verbrechen da hier noch waren. Hoffentlich ändert sich hier da auch noch was, also im Geiste dieses neuen Platzes. Ich würde mich natürlich darüber sehr freuen. Also die Namensgeberin des Platzes, Blocher-Luiser, würde sich da, glaube ich, auch im Himmel sehr darüber freuen. Sie war nämlich eine sehr, sehr talentierte Schauspielerin, hat übrigens auch was mit Jörg zu tun, aber wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Ja, gibt es ein Skigebiet in Ungarn? Ja, es gibt, ich glaube sogar mehrere. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, gibt es ja hier in unserer Nähe, Eplén. In Eplén, die öffnen auch so jetzt irgendwann, Mitte Dezember. Kommt drauf an, wie kalt es ist. Und wann, wie viel Schnee fällt. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten mit Seilbahn und so weiter. Da kann man auch hinfahren ohne Skifahren natürlich. Und ja, Eplén kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es nur gute News darüber, dass es auch sehr gut ist. So, ja, ich habe jetzt noch einen Schluck Tee. Und wir liegen jetzt bei 30 Minuten. Vor 30 Minuten begann die Sendung. Also würde ich mal sagen, dass ich jetzt gleich den letzten Schluck Tee trinke und ich dann euch in die Woche gehen lasse, in den Montag gehen lasse. Wie gesagt, der Sven kommt, glaube ich, am Mittwoch zurück. Also am Mittwochmorgen bin ich ja noch hier in der Guten Laune Ungarn-Sendung und danach am Freitag vielleicht der Sven. Wir werden sehen. Auf jeden Fall kommt er diese Woche nach Hause und kann euch dann sehr viel über seine Erlebnisse
über seine Erlebnisse sprechen und er wird dann euch auch wahrscheinlich mit großer Freude das erzählen. Ja. Vielleicht könnt ihr da mal einen Bericht dazu machen, zu den Skigebieten, schreibt der Andreas. Und er ist Gedankenleser, ich hatte nämlich denselben Gedanken. Das machen wir jetzt zur Winterzeit, wird vor allem ab Januar wichtig, oder? Immer Januar, Februar ist da immer so diese Skisaison, so viel ich weiß. Und da werden wir auf jeden Fall was machen, was die Möglichkeiten in Ungarn, aber vielleicht nicht nur Ungarn, sondern umliegend Ungarn. Also ich weiß, dass die Slowakei zum Beispiel hat sehr gute Möglichkeiten, Rumänien auch. Und warum sollten wir die auslassen? Die können ja auch nützlich für euch sein, mal über die Grenze zu fahren und da was auszuprobieren hier. So, ich wünsche auch einen schönen Wochenstart, wie die Petra hier in den Kommentaren. Ich verabschiede mich, habe schon den letzten Schluck Tee getrunken und wünsche euch natürlich einen sehr, sehr schönen Tag. Und wir sehen uns dann am Mittwoch zu Gute Laune Ungarn. Und ja, bis dann. Tschüss, sziasztok, auf Wiedersehen.